Ah, so, falsche Taste gedrückt. Guten Tag zusammen. Ich bin ein bisschen spät dran, es tut mir leid, aber es gab Probleme mit dem Ton, denn aus unerfindlichen Gründen wollte Streamlabs OBS keinen Ton abspielen. Egal, jetzt funktioniert's. Ich bin ein bisschen wenig mittig. So. So. Huh? Oh nein! Nein, Batterie, lass mich nicht im Stich. Okay, dann wechseln wir die jetzt eben. Es ist ja immer so, dass sowas passiert. Wobei, lässt nach heißt ja nicht, dass es schon leer ist, nicht wahr? Gib mal noch ein bisschen. So. Das heißt einfach nur, hat nicht mehr viel. Das geht ja noch. Oh, das ist vielleicht ein bisschen laut, oder? So. Vielleicht ist es jetzt besser. Bom. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben. So grob, aber das weiß ich ja nie. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir... Das ist übrigens der... Genau, ich bin mir sicher, dass wir ein Kapitel anfangen haben. Und haben wir auch sehr gut. Sechstes Kapitel, die Verbliebene. Genau, wir sind jetzt im Haus der Kirius. Typ 14. Naja. Das sieht tatsächlich sehr aus wie die Vorhänge an der Decke versperren mir die Sicht. Ja, dann geh halt durch. Sieht sehr aus wie das Haus aus dem ersten Teil, finde ich. Also gerade der Eingangsbereich. Oh je. Nein, nicht wieder durchgehen. Da liegt doch irgendwo was. Hallo? Mein Gott, ist das anstrengend. Hier war doch was. Ich will das einfach nur aufheben. Jetzt müssen wir uns immer diese Vorhanganimation geben. Das ist aber anstrengend. Das sind so Designentscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, das soll gruselig wirken, weil man nicht weiß, was hinterm Vorhang ist, bla bla bla. Nicht wieder zurückgehen. Warum guckst du denn jetzt in die Richtung? Gott, ist es anstrengend. Das ist aber wirklich bescheuert. Also unterm Strich standen da jetzt gerade diese Puppen. Und ich habe sie nicht fotografieren können. Naja. Jetzt gehen wir hier schnell weg, bevor sie nochmal durch diesen Vorhang läuft. Ein leises Geräusch dringt aus dem Kleiderschrank. Es klingt, als ob sich etwas bewegt.
Flüchtende Puppe. Da ist doch was. Nett, dass wir nochmal Heilung bekommen haben. Da habe ich letztes Mal nämlich richtig viel von verbraucht. Verschwendet, um genau zu sein. Die geschwärzte Kommode scheint von höherer Qualität zu sein als die Möbel ringsherum. Oh Gott. Verschwindender Zwilling. Dieses für immer zusammen, ne? Das ist so creepy. Ach, wir hatten das gerade erst aufgerüstet. Okay. Hier kann man speichern. Das ist ja nett. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, dass wir jetzt sehr, sehr lange nicht speichern können, aber... Nein, es ist in Ordnung. So, jetzt gucken wir aber mal im Radio. Da müsste es jetzt eigentlich was Neues geben. Okay. Kranke Scheiße. Also wirklich. Oh Gott, so viele Räume. Okay, verschlossen. Leider nicht verschlossen. Lila Tagebuch 1. Oh Gott. Warum muss ich sie töten? Warum muss ich sie töten? Warum muss ich sie töten? Warum? 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 Ich glaube, zum ersten Mal bin ich ausgewichen. Kräutermedizin. Wirklich, ich glaube, das hat noch nie vorher geklappt. Ich glaube aber, es ist immer noch ein Ticken zu laut. So. Okay, das lief ja tatsächlich mal gut. Ich dachte, man muss den Geist abschütteln, man muss aber tatsächlich direkt loslassen. Mal ein bisschen drauf achten, dass man das richtig macht. Der Raumteiler ist beschädigt und gibt den Blick auf den Bereich dahinter frei.
Typ Zero. Boah, aber hier sind die Texturen echt schlimm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist halt die Wii, aber die ist neuer als die PS2 und auf der PS2 gibt es schönere Texturen. Also, das sieht auf der PS2 nicht schlimmer aus. Und das ist ja jetzt auch noch auf der Wii U, dieses Ganze noch einen Ticken höher rechnet im Vergleich zur normalen Wii. Also es ist ein Unding, dass das hier so schäbig aussieht. Kleiderschrank sind Kisten aufgestapelt. Das ist alles sehr lohnenswert hier. Warum kriege ich hier so viel Heilung? Das gefällt mir gar nicht. Ganz ehrlich, wir speichern jetzt eben nochmal. Einfach, damit ich das nicht nochmal aufsammeln muss. Ich finde das legitim. Können wir jetzt auch überschreiben? Passt schon. Nee, da komme ich her. Okay. Guten Abend, Eumel, und so spät ist es gar nicht. Oh. Oh Gott, ich erinnere mich an diesen Kampf. Es ist nämlich nur eine von beiden echt. Und man muss die echte treffen. Okay, das war die echte. Eine ist echt, das andere ist eine Puppe. Das war die Puppe. Wieder die Puppe. Okay, das war mal wieder die echte.
Also der Kampf ist nicht mal besonders schwer, er ist nur nervig. Und hallo, Hedy. Komm schon. Sehr gut. Mist, direkt reingelaufen. Schade, das war nur die Puppe. Also ich könnte natürlich einen stärkeren Film nehmen, dann müssen wir das nicht so oft machen. Aber wenn es nur die Puppe ist, haben wir halt voll den guten Film an die verschwendet. Deswegen muss ich hier den Bimmeligen nehmen. Sehr gut. Nein, 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 nein. Oh! Unfassbar, wie kann man nur so schwerfällig sein? Was tun Sie im Angesicht des Feindes? Ich gehe besonders langsam. Das war die Puppe, verdammt. Vergiss es, Mädel. Wo kam die denn jetzt her? Ah! Ja, jetzt wisst ihr, was ich meine. Es ist nicht schwer, es ist nur nervig und zeitaufwendig.
Noch zweimal vielleicht, dann haben wir sie. Okay, das war nur die Puppe. Alles gut. Das war anstrengend. Aber wir haben wenig Film verbraucht und wenig Schaden bekommen. Deswegen will ich eigentlich nicht meckern. Aber es hat sehr lange gedauert. Achso, Moment. Habe ich gespeichert? Nein, habe ich nicht. Ja, jetzt aber. Okay. Nee, Standmikros finde ich voll zum Kotzen. Da kommt es halt immer voll drauf an, wie man sitzt. Ich möchte gerne, dass mein Mikro sich mitbewegt. Außerdem stehen Standmikros immer im Weg, verdecken den Bildschirm. Nee, Standmikros finde ich super scheiße. Das kann man machen, wenn man eine Talkrunde hat oder sowas, aber doch nicht, wenn man spielt. Okay. Die Tür ist versiegelt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wenn ich normal rede und also normalerweise würde ich es runterdrehen, damit das eben nicht passiert. Aber wenn ich es runterdrehe, versteht ihr mich nicht mehr, wenn ich normal rede. Also ich bin jetzt schon bei vollem Ausschlag. Also so, ne? Und ihr hört mich jetzt nur. Genau richtig. Ne? Also ich könnte mich jetzt gerade nicht noch lauter machen. Von daher, ja, müsst ihr einfach damit leben. Ja, aber Greifarm bringt mir ja auch nichts. Dann drehe ich den Kopf weg und dann hört ihr mich auch nicht mehr. Ne? Also ich habe auch zwei Monitore. Also das heißt, das Mikro wäre hier und dann muss ich immer da reinsprechen. Dann muss ich auch immer zum Mikro hingucken und kann nicht mehr frontal gucken. Das finde ich doof. Also ein Mikro muss sich zwingend mit mir mitbewegen. Sonst ergibt das alles keinen Sinn. Nichts? Gar nichts? Warum nicht? So viele Schränke und nirgendwo was für mich drinne? Kaputte Uhr. Okay. Kaputte Uhr. Edelstein. Okay, der ist auf jeden Fall vom Radio. Fürs Radio, wie auch immer. Das ist mir egal, was dein letztes Wort ist, ehrlich gesagt. Lila Tagebuch 2. Ich habe Asami erwürgt mit meinen eigenen Händen. Ihr Hals war so zart, so warm. Ich habe so sanft zugedrückt. Doch ich war nicht stark genug. Asami litt Schmerzen. Ein Priester versuchte zu helfen, doch Asami wollte, dass nur ich es tue. Asami und ich sind eins geworden, doch Asami ist fort. Ich kann nicht mehr mit ihr sprechen. Vater hat Asami zurückgebracht. Ich habe mich entschuldigt und sie hat mir vergeben. Ich werde sie nie mehr leiden lassen. Niemand soll sie je mehr leiden lassen. Vater sagt, Asami sei böse und müsse sterben. Er will sie töten. Ich werde nicht erlauben, dass er ihr wehtut. Hä? Aber ich dachte, sie ist schon tot. Das kannst du machen. Ich musste es ja nicht benutzen. Ich empfehle hierzu Nekos Video zu Let's Play Seuchen
Und da gehört nämlich auch ein Standmikro zu. Ich glaube tatsächlich, das Problem hierbei ist der zu gute Hintergrundgeräuschunterdrückfilter des Mikros hier. Der unterdrückt wirklich alles, was annähernd weiter weg ist. Das heißt, sobald ich hier bin, denkt er, ich gehöre nicht mehr zur Hauptaufnahme und dann nimmt er mich nicht mehr richtig wahr. Deswegen muss ich hier fast reinbeißen, damit es überhaupt funktioniert. Das Ding hat tatsächlich auch zwei verschiedene Modi, die aber, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. So. Jetzt habe ich den Game-Modus aktiviert. Jetzt höre ich nichts mehr. Das ist ja schön. Ja, das ist es. So, jetzt habe ich den Chat-Modus aktiviert. Jetzt höre ich auch wieder Ingame-Sound. Faszinierend. Okay. Dieses Haus ist so groß. Gott, links, rechts, keine Ahnung. Hieran erinnere ich mich auch. Dann gehen wir erstmal auf die andere Seite. Wow. Ich bin irgendwie ganz froh, dass alle Räume noch da sind, wo sie vorher waren. Also es ist wirklich nur ein Remaster, es ist kein Remake. Und es ist nicht mal ein gutes Remaster. Was zur Hölle? Spiegelstein, sehr gut. Wir haben nämlich keinen mehr. Auf dem Foto ist ein anderer Ort zu sehen. Kein. Ach, da ist das. Okay, das ist der Familienaltar. Dann weiß ich sogar, wo der ist. Gott, diese Puppe da, ne? Puppenmacher Tagebuch 3. Akane hat den Puppenmechanismus kaputt gemacht, der die unterirdischen Pfade öffnet, und ist mit den Teilen davon gerannt. Er muss repariert werden. Das teuflische Asami-Geschöpf muss in den geworfen werden und ihre Seele in die Hölle zurückgeschickt werden. Diese Pfade sind der einzige Weg dorthin. Okay. Siehst du, das stört doch. Ach, hier sind wir wieder. Das ist der Projektorraum. Okay.
Tatsächlich hat Neko mal ein Let's Play geguckt zu einem Point-and-Click-Adventure, wo einer ewig und 3 Tage einen Gegenstand gesucht hat. Am Ende stellte sich raus, sein Standmikro hat den Teil des Bildschirms verdeckt, wo der Gegenstand lag. Sowas ist super ätzend. Und ich möchte nicht, dass mir sowas passiert. Mein Schreibtisch ist jetzt auch nicht unendlich groß. Filmrolle 4. Also das Game lässt sich okay steuern. Ich würde aber immer empfehlen, die PS2-Version zu nehmen. Beziehungsweise, wenn ihr habt, aus dem US-Store die Download-Variante. Die könnt ihr dann auf der PS3 spielen. Das ist ganz praktisch. Kostet $10. Man braucht aber einen PSN-US-Account. Und entsprechendes US-Guthaben. Das ist aber nicht so das Problem. Eins, vier und sieben ist auch sehr spannend. Es kann sein, dass der gelöscht wurde, weil du keine korrekte US-Adresse angegeben hast. Ich habe tatsächlich mal eine Anleitung gefunden, wo eine reale Adresse drin steht. Das ist so ein riesiges Hochhaus mit mehreren hundert Wohnungen. Und dann kann man einfach die Adresse angeben. Dann kann man aber nicht mit Kreditkarte zahlen, weil die Adresse der auf der Kreditkarte natürlich identisch sein muss. Also bei der Kreditkartenfirma mit der Postadresse, deswegen kann man dann nur mit Guthabenkarten bezahlen. Aber das ist ja nicht schlimm, die kriegt man bei eBay ja relativ unproblematisch. Der Deckel der Kiste ist fest verschlossen. Das ist natürlich blöd. Okay, dann gehen wir zum Familienaltar zurück. Hier geht gerade nichts. Ich habe tatsächlich bis auf die Adresse korrekte Angaben gemacht. Gerade damit mir sowas. Ach, falsch, falsch, falsch. Damit mir sowas nicht passiert. Früher musste man auch keine korrekte Postadresse angeben. Man musste, glaube ich, überhaupt keine Wohnadresse angeben. Naja. Eigentlich brauche ich noch einen japanischen Account. Irgendwann mal. Was kann ich hier berühren? Mein Gott, richtig gute Filme schon gefunden.
Teil 3 habe ich auch im US-Store gekauft. Und den zweiten habe ich physisch. Mit Filmen ist dieses Kapitel nicht geizig. Durch das Loch in der Wand dringen Geräusche. Vom Altar hängen Spinnweben. Aber ich sollte doch irgendwas am Familienaltar machen. Na gut. Vielleicht hat er seiner Tochter ja eine Puppe gebaut, nachdem die zweite Hälfte, naja, gestorben ist. Also der andere Zwilling, damit sie nicht mehr so allein war. Ist meiner Meinung nach diesem Ritual auch das Mindeste, was er tun konnte. Ich meine, die armen Mädchen. Und ich weiß nicht mehr, ob die, die tot ist, schlimmer dran ist, als die, die töten musste. Einer der Puppe hat weder Arme noch Kopf. Wenn ich sie reparieren und so hinsetzen könnte wie die Puppe daneben, wären es Puppenzwillinge. Das Zimmer ist mit kindergroßen Puppen ausgeschmückt. Okay, wenn man auf die Knöpfe drückt, passiert nichts. Tja.
Da war ich aber schon. Da war nix. Von hier aus sieht man das Fenster eines anderen Raums, okay? Tja, ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Eigentlich sagt uns das Spiel ja sehr deutlich, dass wir zum Familienaltar gehen sollen. Aber außer dass wir die ganze Zeit den Vater labern hören, passiert da nichts. Sorry. Warum war das Puppenmädchen da? Ja, sorry, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen sinnlos hin und her laufe, aber... Oh, habt ihr gesehen? Da stand ganz kurz Kamera. Ich muss mich vielleicht beeilen. Mann, hinter der Wand.
Im Nebenraum wird hörbar eine Tür geöffnet. Oh, hier liegt aber viel. Filmtyp 14. Puppenkopf. Ob er wohl zu der Puppe ohne Kopf und Arme gehört? Ja, vielleicht. Unter dem Puppenkopf scheint ein alter Zettel versteckt zu sein. Zerrissenes Schaubild. Ich habe dieses Schaubild angefertigt, das zeigt, wie der Puppenmechanismus repariert werden kann, für den schlimmsten Fall. Der Mechanismus, den Akane und den Akane und die Puppe zerlegt und versteckt haben, besteht aus drei Teilen. Ich habe schon den Kopf gefunden. Wenn du alle Teile findest und wieder zusammensetzt, sollte der Mechanismus wieder funktionieren. Okidoki. Mädchen vor dem Tod. Na danke. Puppenmacher-Tagebuch 4. Der hätte sie verschlingen müssen und dennoch, ich habe sie gesehen. Asami. Sie hat mich angefleht, mich gebeten, die Puppe zu töten, die ich angefertigt habe. Die, die aussieht wie sie. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Es ist alles meine Schuld. Asami hätte mit Akane vereinigt werden sollen, doch dann habe ich diese Puppe gemacht. Asami wollte mir zeigen, wo die Teile des Mechanismus versteckt sind, der Kopf und die Arme. Sie sind in Kisten in den kleinen Zimmern irgendwo in diesem Haus. Ich habe versucht, Asami zu folgen, um zu sehen, wohin sie mich führen würde. Doch ich habe lediglich den Kopf gefunden. Die Arme müssen ebenfalls gefunden werden, und zwar schnell. Ah, dann ist es vielleicht so, dass er die... dass der Zwilling, der hätte sterben sollen, in die Puppe transferiert wurde, also die Seele oder was auch immer. Und deswegen ist jetzt alles aus dem Ruder gelaufen. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir so viele Typ 90 und Typ Zero Filme gefunden haben. Die werden wir nämlich auch dicke, dicke brauchen am Ende. Können wir mal eben gucken. Wir haben nämlich auch noch einen neuen Kristall gefunden hier. 30 mal Typ 90, 5 mal Typ 0 und 61 mal Typ 32 mal Typ 61. Das ist gut. Moment. Okay. So. Dann wieder zurück. Wir wissen. Zwilling mit Arm. Wir wissen ja, wo die kleine Kiste ist. Also ich weiß es noch. Vielleicht habt ihr es euch ja auch gemerkt. Hier, warum sind hier Treppen? Die Tür ging bis gerade aber nicht auf.
Wo das Mädchen verschwand, liegt ein Tagebuch auf dem Boden. Offenbar ist es das des Puppenmachers. Was macht denn hier die ganze Zeit Böngen? Nun, da meine Tochter Akana eine Verbliebene ist, habe ich beschlossen, eine Puppe für sie zu machen, die aussieht wie ihre Schwester Asami. Akane leidet seit der Zeremonie so sehr. Es ist, als habe sie gar keine Gefühle mehr. Ich werde ihr eine Puppe machen, die von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist. Selbst wenn man beide nebeneinander betrachtet. Akane weicht nicht von Asamis Seite. Sie hat sogar angefangen, mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was sie sagt, aber ich glaube, sie erhält ein Stück ihrer Seele zurück. Wenn diese Zeremonie nicht gewesen wäre, dann wäre aus Asami nie ein Schmetterling geworden. Und Akane hätte nie ihre Seele verloren. Wahrscheinlich hat sie nicht ihre Seele verloren, sondern ist einfach katatonisch. Linker Puppenarm. Okay. Genau, hier waren wir nämlich schon. Und ein paar der Türen gingen damals nicht auf. Was heißt damals? Also gerade. Wir können da jetzt mal die Treppe hochgehen. Das ist nämlich die kleine Kiste, zu der ich wollte. Da waren wir jetzt schon. Scheiße, zu spät. Weihwasser, herrje, so viel Filme und Heilung. Festgenagelter Mann. Okay. Gruselig. Typ 90, mein Gott. Das hat sich alles sehr gelohnt. Okay, wir hatten vorhin noch ein, zwei Türen, die nicht aufgegangen sind. Die gucken wir uns jetzt nochmal an. Muss da jetzt irgendwie passieren, dass man da durch kann? Nein, das war der Puppenraum. Und das war der Projektorraum, richtig? Okay. So, dann gucken wir hier noch mal.
flüchtender Zwilling. Das ist der Raum, den ich letztes Mal gemeint habe, wo ich gesagt habe, oh, jetzt passiert was Krasses. Und dann ist es nicht passiert. Typ 61. Das passiert jetzt hier. Das kann ich euch schon mal sagen. Da weint jemand. Kiste schützendes Mädchen. Puppenmacher Tagebuch 2. Gestern sah ich, wie Asami selbstständig umherlief. Zuerst dachte ich, es sei Akane, aber dann fiel mir das hölzerne Hallen ihrer Schritte auf. Anscheinend ist es Akane irgendwie gelungen, Asami Leben einzuhauchen. Doch es heißt, die Puppen, die lebendig werden, am Ende die Seelen der Menschen stehlen. Akane ist kein Mensch mehr. Asami kontrolliert sie. Sie ist zu nichts anderem mehr imstande, als ständig folgende Worte zu wiederholen. Ich will sie nicht töten. Asami sieht vielleicht aus wie meine Tochter, aber sie ist böse. Sie muss erneut getötet werden. Ach du je. Rechter Puppenarm. Der Puppenkorb und die Arme, vielleicht gehören sie zu der unfertigen Puppe in dem Raum mit der versierten Anrichte. Ich sollte sie zurückbringen. Ja, solltest du. Oh, Filmrolle 3. Die können wir uns gleich auch noch angucken. Scheint verschlossen zu sein. Okay. Ich wüsste gerne, wo dieses Blau herkommt. So, wir speichern eben, dann gehen wir in den Raid und dann gehen wir die Treppe wieder runter und ja. Dann werdet ihr sehen, was passiert. Ich sollte aber einen Schluck trinken derweil.